In diesem Tutorial geht es um Wiederholungsanweisungen. Wie wir hier sehen, wird hier ein Befehl immer wieder wiederholt, nur mit verschiedenen Parametern. Also es wird immer eine Linie gezeichnet, der erste Punkt ist 10, 10 und die Linie geht nach 10, 190. Das heißt, es handelt sich um eine senkrechte Linie. Die zweite ist versetzt um 10 Punkte und geht von 20, 10 nach 20, 190. Wenn wir uns das ansehen, sieht das nun folgendermaßen aus. Wir haben hier also vier Linien, 1, 2, 3, 4 und der Abstand zwischen den Linien beträgt 10. Das sind eben jeweils diese 10 Unterschiede von 10, 20, 30 und 40. Nun gibt es eine Möglichkeit, dass ich eben diese Befehle nicht ständig wiederholen muss, sondern durch eine sogenannte Vorschleife abkürze. Also, ich schreibe daher for und nun deklariere ich eine Laufvariable. Ich muss den Typ angeben, der ist vom Typ Integer. I ist gleich 0 und ich setze i auf 0. I kann auf jeden beliebigen Wert gesetzt werden, aber wir beginnen hier bei 0. Semikolon und jetzt gebe ich die Bedingung an. Solange i kleiner ist als, sagen wir in diesem Fall, 4, wir wollen nur 4 Linien zeichnen und nach jedem Durchlauf soll i um 1 erhöht werden. Also wir wiederholen nochmal. For solange i beginnend mit 0 kleiner ist als 4, soll eine Linie gezeichnet werden. Und nun mache ich Folgendes. Wir löschen jetzt diese drei Werte, diese drei Anweisungen raus und machen jetzt Folgendes. Wenn ich das jetzt so lassen würde, dann würde das bedeuten, dass jedes Mal die gleiche Linie gezeichnet wird. Ich möchte aber, dass dieser Wert hier beim nächsten Durchlauf 20 ist, beim nächsten, übernächsten Durchlauf 30 und so weiter. Jetzt kann ich hier schreiben, wenn i 0 ist, ist dieser Wert hier 0. Er würde also von 0, 10 nach, und hier setze ich auch an diese Stelle i mal 10, von 0, 10 nach 0, 190 laufen. Beim zweiten Durchlauf ist i bereits 1. Ich hätte daher also den Wert hier 10, 10 und hier auch wieder 10, 190. Beim dritten Durchlauf ist i 2, hier stünde dann 20 und hier ebenfalls 20. Wenn wir uns das jetzt genauer ansehen, sieht das folgendermaßen aus. Es sieht also genauso aus wie vorher, beziehungsweise haben wir hier um eine Linie mehr oder beziehungsweise weniger, weil wir früher begonnen haben. Und nun kann ich das höher setzen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Breite 400 ist, dann könnte man sagen, das geht sich dann aus 40 mal. Also, solange i kleiner ist als 40, soll dieser Wert gezeichnet werden. Wie sieht das nun aus? Wir sehen, das ganze Feld ist jetzt angefüllt. Wir haben also eine einzige Anweisung, die aber, solange eben der Wert von i kleiner ist als 40, durchlaufen wird. Wenn wir uns also jetzt diese Animation nochmal ansehen, so sehen wir hier 40 Linien und der Abstand zwischen den Linien beträgt 10. Das entspricht genau diesem Faktor hier. Und ich schreibe die Anweisung nur einmal.
Ich kann natürlich jetzt zum Beispiel auch hier den Wert verändern. Wenn ich sage jetzt i ist gleich 1, so fällt die erste Linie aus und das Ganze sieht dann so aus, so wie wir es von der ersten Animation her kennen. Das heißt also, wir haben hier eine Laufvariable, die kann heißen, wie sie will. Sie wird aber meistens i genannt, je nachdem, wie viele wir haben. Und hier ist die Bedingung angegeben, i kleiner als 40, und hier wird der Wert von i jeweils erhöht, in diesem Fall immer um 1. Und das ist die Grundstruktur einer Wiederholungsanweisung mit einer Vorschleife.